herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir sind mal wieder im Zoo. Und das letzte Mal ist ja das Elfchen entflohen. Oh, stimmt. Der ist ja einfach ausgebrochen. Ja, böses Elfchen. Oh, aber ich glaube, vielleicht können wir nochmal nach ihm schauen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Weil ich glaube, diesmal haben wir auf jeden Fall nicht das Tor offen gelassen. Und die Ocelots sind ja auch jetzt bei ihm. Stimmt, die Ocelots sind so süß tatsächlich. Aber warte mal, wo sind die denn? Ocelots, vielleicht verstecken die sich. Oh, das kann sein. Ich sehe hier gar keinen. Oh, ach mein. Ich auch nicht. Vielleicht schlafen die in ihrer Höhle, oder? Das ist eine gute Idee, ich glaube auch. Warte mal. Oh, guck mal, hier ist einer. Ja. Oh, hallo, da. Oh, guck mal, die rennen sofort wieder weg vor uns, Kater. Und oh, das sind Junge. Guck mal, Kater, das sind kleine Ocelot da hinten. Oh, stimmt. Oh, wie süß. Oh, das ist richtig süß. Und Kater, komm, wir gehen nochmal zum Panda, okay? Oh, stimmt. Mal schauen, was der macht. Oh. Ja, der ist auch richtig, richtig süß. Das stimmt. Vor allem, der ist so schnell groß geworden. Jetzt ist er schon ein großer Panda, gar kein Baby-Panda mehr. Ja, das stimmt. So, dann gehen wir mal den Panda besuchen. Und wo ist er denn? Ja, warte mal. Das ist hey. Hallo, Panda, na? Oh, guck mal, wie süß der ist, Kater. Hallo. Wie süß er sitzt. Stimmt. Und Kater, vielleicht können wir ihn ein bisschen füttern. Oh, stimmt. Hast du was dabei? Ja. Guck mal, Kater, ich habe hier ein bisschen Zuckerrohr. Ich gebe dir mal die Hälfte und dann können wir ihn füttern. Stimmt, okay, warte mal. So, zack. Ja. So, ein Zuckerrohr für dich und eins für dich. Dankeschön. Bitteschön, Panda. Guten Appetit. Oh, wie süß es ist. Oh, richtig süß. Der ist so süß. Oh, ich glaube, jetzt hat er wohl keinen Hunger mehr. Oh, ich glaube, der ist satt. Oh, richtig gut. Okay, dann bye-bye, Panda. Bis zum nächsten Mal. Und Kater, wir können jetzt auch die Delfine füttern. Das wäre auch richtig, richtig cool. Oh, stimmt. Mal schauen, was die machen, wie es denen geht. Ob die immer noch durch ihre Reifen schwimmen? Bestimmt. So, dann nehme ich hier ein paar Mal raus. So, zack, zack. Einen für Flummi, einen für Flip und einen für Flop und noch einen extra. Sehr gut. Guck mal, Kater, die schwimmen wieder durch die Reifen durch. Ich glaube, das macht ihnen richtig, richtig viel Spaß. Oh, das freut mich voll. Ja, die sind wirklich so, so, so süß. Und unsere heutige Aufgabe wird es sein, das Restaurant zu restaurieren. Deswegen schauen wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Ihr habt auch bestimmt schon gesehen, dass ich richtig, richtig viele Sachen dabei habe. Und wir schauen mal, was wir noch aus dem Restaurant rausholen können, weil das ist schon ein bisschen langweilig, finden wir, glaube ich, so. Und hallo, oh, Kaninchen sind so süß. Ja, die sind richtig, richtig süß. Und ich glaube, Kater, wir müssen noch richtig, richtig viel, naja, ins Restaurant reinmachen, weil ich meine, hier sind noch keine Stühle drin, hier können sich unsere Gäste noch nicht hinsetzen. Och, Mann. Das stimmt. Und ich verstehe auch nicht ganz diesen Durchgang. Ich meine, wir haben einen Eingang. Vielleicht machen wir den zu. Oder guck mal, Kater, hier ist so eine Art Terrasse. Guck mal, hier kann man sich auch hinlegen und sich ein bisschen sonnen vielleicht. Oh, okay, okay. Dann vielleicht machen wir den ein bisschen schöner. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir fangen mit der Küche an. Dafür habe ich auch am meisten jetzt erstmal mitgenommen. Und die sieht ein bisschen kahl aus. Deswegen würde ich sagen, wir reißen jetzt hier erstmal alles ab. Weg damit, weg damit. Warte, Kater, ich helfe dir. Dankeschön. Okay, dann kommt das hier weg. So, zack, zack, zack. Oh, ich habe aus Versehen die Wände kaputt gemacht. Oh nein. Und zack, alles gut. Dann kommt das hier weg. Und das hier auch. Warte, wollen wir die Kühlschränke auch wegmachen? Ja, fürs Erste erstmal. Okay. Was ist eigentlich hier drunter? Ist hier... Oh, wir könnten sogar Fenster reinmachen. Stimmt, das wäre eine gute Idee. Oh, das wäre richtig cool, finde ich. Mal schauen. Okay, okay. So, okay, wo fangen wir denn an? Ich habe dabei Spülen, ich habe Herde dabei. Ich habe Regale dabei. Ich habe das hier und das hier. Ich würde sagen, wo fangen wir denn an mit den Herden? Ich mache erstmal einen. Hallo, Kater. Guck mal hinter dich. Hallo. Ich habe mich... Was ist das jetzt hier? Ist ein Herd. Oh, danke schön. Bitteschön. Oder wollen wir hier so den Herd hinmachen? Wenn hier so... Sieht aus ein bisschen, wie als würdest du was bestellen können bei mir. Kater, ich hätte gern eine Kiwi. Dankeschön. Bitteschön. Oh Mann, okay, okay, warte mal. Vielleicht machen wir dann hier so ein Kuckloch rein und hier auch. Guck mal dann, wenn hier die Leute kochen, dann können die auch schön rausschauen. Ich glaube, das ist ganz interessant so eigentlich. Ja, ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Da würde ich sagen, vielleicht machen wir so die Kühlschränke hin und hier in die Mitte machen wir die ganzen Öfen hin und die ganzen Tischlein. Das ist, glaube ich, richtig gut. Oh, das gefällt mir. Warte, ich mache den hier nochmal weg und setze den eins mittiger ran. Und ich habe auch so große Kühlschränke übrigens. Warte mal. Oh, ich habe nur einen. Okay. naja, wir könnten den... ich weiß nicht, vielleicht da hinten ins Lager stellen. Ich weiß nicht, guck mal, vielleicht kannst du den da hinten schon mal hinstellen. Ja.
der ist schick. Zack. Und hier könnten wir auch richtig, richtig viele Kisten reinmachen, Kater, dass wir hier ein richtig gutes Lager haben. Oh, stimmt. Ja, das ist wichtig. So, ich mache hier nochmal die Spülen hin. Einmal hier eine Spüle und einmal machen wir nochmal hier eine Spüle hin und hier. Und ich habe auch noch die Hähne. Wo sind denn sie? Der kommt hier perfekt drüber. Und der kommt hier vielleicht noch einer drüber. Und ich glaube, das passt ganz gut. Oh, stimmt. Gut. So, warte, ich habe noch die Herdplatten natürlich. Einmal hier und einmal so. Und guck mal, hier müsst auch noch eins hin. Ja, was denn? Naja, hier zum Spülen. Ah, warte. Und zack. Sehr gut. Nice. Vielleicht machen wir dann nochmal auf der anderen Seite ein paar Arbeitsplatten hin. So, fangen wir vielleicht einfach mal hier an und gehen die dann weiterziehen. Genau. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. So, zack, zack, zack. Da können wir vielleicht ein paar Karottchen machen. Guck mal, hier werden Karottchen geschnippelt. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Okay, hier mache ich nochmal eine Uhr hin und so. Und vielleicht hier nochmal, da kommt auch ein Herd hin. Ja. Okay. Und ich habe auch nochmal sowas wie, guck mal, hier zum Zapfen was. So, warte. So, hier. Oh, und vielleicht gut. Ein Mixer und eine Kaffeemaschine ist auch wichtig. Wo machen wir die hin? Ja, oh, ich weiß, du hast nicht schon eine. Das wow. Das ist ein Mixer-Kater. Ach so. Oh. Okay, hier haben wir noch ein paar Teller dann und auf jeden Fall, was man auch braucht, ein Besen. Okay, dann würde ich mal schauen, was wir machen hier im Lager. Der Kühlschrank sieht schon lustig da drin aus. Ja, der passt hier perfekt rein. Guck mal, hier haben wir auch noch so ein Mini-Fass. Ist ja auch ganz süß. Oh, und ansonsten, hast du vielleicht ein paar Kisten dabei? Ja, warte, ich gebe dir ein paar Karten. Bitteschön, bitteschön, bitteschön und bitteschön und bitteschön. Dankeschön. So, dann mache ich einmal hier eine Kiste hin. Hier? Ja. Einmal hier. Einmal hier. Einmal so, so, hier. So. Oh, warte. So. Und? Ja, doch. Sieht gut aus. Dann können wir hier auf jeden Fall Obst reinmachen und Gemüse und Fleisch und alles andere. Oh, warte, das mache ich mal rein, okay? Okay, super. Dann schaue ich mal, was wir hier noch machen könnten. Aber eigentlich finde ich es richtig süß so. Das stimmt. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Und ich glaube, Kater, gleich müssen wir nicht die Tische für die Gäste und sowas hinstellen. Oh ja, das ist auch wichtig. So, also was anderes passt hier, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr rein. Dann schaue ich mal schon mal, was wir da machen können. So, wollen wir das am Ende machen und erstmal hochgehen? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann schauen wir mal, wie die Tische da aufgebaut sind, weil eigentlich, wir haben kaum Tische erstmal da, das ist voll doof. Stimmt. Deswegen. Und ich würde sagen, Kater, die hier machen wir vielleicht weg, ja genau, weil das sieht nicht so schön aus. Nee. So, zack, 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 weg damit. Und dann machen wir wirklich richtig, richtig schöne Tischlein hin und schöne Stühle und da freuen sich die Gäste bestimmt. Also ich weiß nicht, ich habe verschiedene Tische. Was hast denn du für einen Tisch dabei? Ich habe gar keinen dabei. Okay, ich habe nur den hier dabei. Vielleicht wollen wir, können aber auch einen Holztisch nehmen. Ja, ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, das wäre auch ganz cool. Vielleicht in einer bisschen anderen Farbe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, vielleicht nicht gleich wie der Boden. Ja, warte, vielleicht ein bisschen dunkler. Vielleicht so. Ja. Guck mal, Kater, da gebe ich dir ein paar. Bitteschön. Vielen lieben Dank. So, und als Stühle haben wir so blaue Stühle uns genommen. Oh, stimmt. Die sehen schön aus. So und so. Und dann haben wir hier sowas. Oh, richtig gut. Kater, ich hätte gern was zu essen, bitte. Warte, du bekommst was? Moment, Moment, Moment. Ich habe leider doch nichts dabei. Och, Mann. Okay. Entschuldigung. Okay, das ist echt ein bisschen eng, aber vielleicht kann hier auch nur einer sitzen. Ich meine, stimmt. Ist ja auch nicht so schlimm. Und ich würde sagen, wir machen hier am Ende nochmal so eine kleine Kaffee-Lounge rein und vielleicht hier noch ein paar weitere Stühle. Also, was ist das denn? Da mache ich mal hier einen hin. Weg damit. So. So und so. Können auch ein bisschen willkürlicher die hinstellen. Oh ja, so ein Vierertisch ist auch wichtig. Stimmt. Ja, da mache ich hier die noch hin. Oh, das sieht so schön hier aus, Kater. Das ist wirklich richtig, richtig cool. So und so. Sieht viel schöner direkt aus irgendwie. Stimmt. Ich weiß nicht. Hat was. Und warte, so. Was willst du hier hinten machen? Guck mal, ich habe hier so verschiedene Sessel. Einmal sowas zum Beispiel. Daneben können wir noch einstellen. Oh, das sieht nice aus. Und dann vielleicht noch so ein Tisch oder so ein Teppich noch dazu. Ja. So. Warte mal, ist der zu groß? Ich bin mir nicht. Vielleicht ist der sogar zu groß, der Tisch. Oh, ja, ich glaube schon. Vielleicht was Niedrigeres. Ja. Okay, guck mal, Kater, dann setze ich den hier hin. Oh, das sieht wirklich richtig nice aus. Da kann man dort ein bisschen Kaffee trinken und so. Ich glaube, das ist richtig gut. Das stimmt, ich mache hier auch noch ein paar Regale hin. Da können wir vielleicht Blümchen draufstellen später. Stimmt. Oh, das gefällt mir wirklich schon richtig gut. Ich mache hier auch noch mal eine Uhr hin. Einmal hier eine Uhr. Oh. Einmal da drüben eine Uhr. Dass auch die Leute wissen, wie viel Uhr sie haben. Oh, warte, Kater, die Uhr müssen wir, glaube ich, wegmachen. Die steht direkt hier vor. Oh, okay, dann machen wir sie weg. So, zack. Und ich weiß gar nicht, kann man hier wieder rausschauen? Ich weiß nicht, ob das schön wäre, wenn man hier ein paar Fenster drin hätte, aber ich glaube eigentlich schon. Stimmt. So, so. Oh, warte, da hole ich ein bisschen Glas und dann mache ich Fenster rein. Das ist perfekt. So, zack und zack. Und
hier ein Fensterlein und hier, oh bitte. Zack, hier ein Fenster rein, hier, hier und zack und zack. Das sieht so schön jetzt schon aus. Und ich würde sagen, gerade, wir machen noch ein bisschen Teppich, oder? Ja, auch ganz wichtig. Aber welche Farbe denn? Naja, wir haben hier viel Grün, wir haben hier viel Lila. Vielleicht. Dann nehmen wir Blau. Ja, Blau passt. Hellblau oder Mittelblau, sowas. Und wir müssen halt noch überlegen, was wir jetzt hier unten hin machen und vielleicht noch die Büsche weg. Ich weiß nicht, die gefallen mir jetzt eigentlich auch nicht so. Ja, das stimmt. Wir könnten hier ein paar Blümchen hinstellen. Das wäre, glaube ich, richtig, richtig schön. Blümchen oder vielleicht Lichter oder sowas. Ja, das stimmt. Ist schön. Okay, wir haben jetzt ganz schön viel am Restaurant geändert, aber es ist immer noch viel im Prozess. Also hier oben sieht es halt immer noch wie folgt aus. Wir haben ein paar Sachen auf die Tische getan und hier ein paar Blümchen reingetan. Es sieht recht voll aus, aber ich glaube, das wird schon. Und eine Überlegung ist eigentlich auch, ob wir den Boden hier so gestreift lassen wollen. Findest du es eigentlich schön? Ja. Warte, wo bist du überhaupt? Ja, hier unten. Hallo. Guck mal. Findest du es schön oder? Ja, ich würde es so lassen eigentlich. Ist ganz cool. Und wir haben hier schon angefangen, die Grundplatte, sag ich mal, zu ändern, weil wir finden das mit Stein jetzt nicht so schön. Deswegen wollten wir Holz nehmen und wir wollten auch die Brücke hier ändern. Das mache ich gerade. Ja. Wenn du möchtest, kannst du schon weiter an der Grundplattform arbeiten. Moment. Okay, zack, 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 zack. Dann ändere ich hier schön alles so, zack, 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 zack. So, so, alles weg. Und ich habe verschiedene Steine. Warte, du kannst gleich mitschauen. Zum einen sind es so Ziegel und zum anderen halt normaler hier Stonebricks. So, Moment. Okay, okay. Also entweder wir machen es so, so, oder so, oder wir nehmen halt Holz, aber wenn wir da schon Holz haben, würde ich vielleicht nicht Holz nehmen. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, was findest du denn besser? Ich weiß nicht. Also, wir haben halt hier nirgendwo so Ziegel, das ist halt ein bisschen doof. Aber wir haben halt nebendran halt auch hier schon wieder Stein, so. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Guck mal, die sind, glaube ich, ganz cool. Okay, dann mache ich die weg. Ja. So, sieht schon schöner aus, finde ich tatsächlich. Ja, das ist nice. Und guck mal, Karte, hier drin, hier fehlt noch ein Sofa. Das müssen wir auch unbedingt hier reinmachen. Oh, stimmt. Warte, hast du vielleicht was dabei? So, guck mal, ich habe ein schön blaues mit dabei. Da machen wir mal so zack, zack, zack und zack. Und dann kommt es hier um die Ecke. Und jetzt können wir hier vielleicht so ein kleines Tischlein hinstellen oder so. Oh, stimmt. Das sieht bestimmt süß aus. Ja. Warte mal, wir könnten vielleicht das Tischlein hier nehmen. Oh, das sieht echt richtig, richtig nice aus, Kater. Jetzt kann man hier immer ins Restaurant reingehen und dann kann man sich hier hinsetzen und warten, bis man einen Tisch bekommt. Oh, stimmt, das ist voll gut, die Idee. Okay, dann machen wir hier weiter mal mit der Grundplattform. So, zack, zack. Und weiter geht's. So, wir haben hier doch nochmal Quarz genommen und hier die Grundplattform jetzt erneuert. Dann habe ich hier auch noch was Schönes hingetan, nämlich... Oh, das ist so richtig nice, Kater. Oh. Sehr gut. Das sieht so schön hier aus. Und warte mal, wollen wir hier vielleicht einen Sonnenschirm hinstellen? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Und was wir auch vergessen haben oben, die Toilette. Das stimmt, die müssen wir auch unbedingt noch machen. Das stimmt. So, und hier hinten sind auch noch zwei Stühle. Sieht dann ja auch ganz süß aus. Da können auch die Leute hier, guck mal, beobachten. Das stimmt. Oh. Warte mal, da ist sogar kein Glas drin, Kater. Oh, stimmt, müssen wir auch noch machen. Ich mach kurz Glas rein. So, zack und zack und zack. So, so, so. Nice, da kann man immer schön die Leute beim Kochen beobachten. Oh ja, okay, warte mal. Aber ich finde, das Restaurant sieht jetzt schon viel schöner aus einfach. Mega das geil. Stimmt. Das ist richtig, richtig schön. Und hier könnte man vielleicht noch ein bisschen Deko hinmachen oder so. Ich glaube, das wäre auch ganz gut. Oh, das stimmt. Aber was wollten wir denn da hinmachen vielleicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Bild oder so? Oh, ein Bild wäre schön. Ja. Gute Idee. Da würde ich sagen, wir machen nochmal oben schnell das Klo. Komm mal mit, hier ist nämlich noch so ein Durchgang. Und auf jeden Fall noch eine Tür und vielleicht niedrigeres Fenster. Mal schauen. Okay, ich habe hier auf jeden Fall. Ja, ich habe hier auf jeden Fall alles, was wir brauchen. Moment mal. Auf jeden Fall machen wir mal hier so und so und so und so und so. Das geht nicht. Fertig, oder? Ja, passt. Nice, okay. Warte mal, wir brauchen noch eine Tür, Kater. Ja, das ist das Einzige, was wir vielleicht bräuchten. Aber was ist denn eine passende Tür? Wollen wir da oben vielleicht Glas hinsetzen? So, dann haben wir hier auch eine schöne Toilette. Passt doch alles. Klein, aber fein. Und da würde ich sagen, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie das Restaurant denn heißen soll. Es soll irgendwas vielleicht mit so Tieren zu tun haben. Der Elfik hat schon gesagt, zu den Elefanten. Das ist jetzt auch ganz lustig eigentlich. Irgendwas in der Art. Und dann können wir es ganz schön davon hinschreiben. Wie zum Beispiel beim Souvenirshop auch. Das sieht, glaube ich, ganz süß dann aus. Das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.